Geht dann Nico? Kann man mal schauen. So. Wie kriegen wir denn raus, ob das Mikro geht? Ich denke mal, wir fangen einfach mal an und wenn es nicht geht, dann werden die Leute schon protestieren, dass es nicht geht. Gut. Jetzt kann uns jemand einen Kommentar schreiben, ob die Mikros funktionieren? Oh ja. Scheint vielleicht nicht zu funktionieren. Ja, vielleicht auch schon. Ah ja. Super. Wir hören euch. Auf jeden Fall. Danke, Sonja. Gut, dann können wir anfangen. Ich würde sagen, erstmal herzlichen Dank an Honor, dass ihr hier den Livestream ermöglicht habt, dass ihr uns hier angebracht habt. Und wir sind hier mit Max im Café Kraft und würden euch gerne heute so ein bisschen was über Training erzählen, ein paar Übungen zeigen und so weiter und so fort. Vorab erstmal möchte ich euch noch mitteilen, dass es, wir haben sie eben mitbekommen von Honor, dass es einen Gutscheincode gibt. Und zwar könnt ihr auf der Webseite AlexMegos15, und zwar Alex Megos groß geschrieben und zusammen und die 15 auch zusammen ohne Leerzeichen. Wenn ihr dies eintippt als Gutscheincode, könnt ihr bis morgen da 15 Euro Rabatt bekommen auf die Honor Magic Earbuds, auf die Honor Magic Watch 2 und auf das 9X Pro Handy, nur dass ihr Bescheid wisst. Aber ansonsten wollten wir eigentlich heute euch so ein bisschen was über Training erzählen und ich habe den Max hier noch mitgebracht. Max, was machst denn du eigentlich hier im Café Kraft? Servus erstmal aus dem Café Kraft hier in Nürnberg. Ich mache ja im Endeffekt, ich bin ja Boulder-Trainer, aber mache gerade im Moment natürlich, nachdem die Halle zu hat, eigentlich hauptsächlich Mobility-Training online. Und das ist also das Thema, was ich eigentlich heute auch mit euch, beziehungsweise mit dir mal besprechen möchte. Ne? Es gibt ja viel, was man falsch machen kann, viel, was man auch besser machen kann. Und ich denke mal, dass Beweglichkeit im Platte natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle spielt, wie du wahrscheinlich bestätigen wirst. Und jetzt bin ich jemand, der relativ beweglich ist, sage ich mal. Aber im Vergleich zu dir ist das natürlich dann nochmal so eine Sache. Ich würde sagen, ich bin auch relativ beweglich, aber ja. Da gibt es natürlich auch Leute, die sind natürlich noch ein paar tausendmal beweglicher als ich. Aber du hast auf jeden Fall recht. Ich denke, Beweglichkeit ist einer der Faktoren, der ganz, ganz oft vernachlässigt wird beim Klettern. Was würdest du sagen, so aus dem Bauch raus, was sind so die limitierenden Faktoren der Beweglichkeit beim Klettern, also die jetzt wirklich relevant sind? Also relevant ist ganz klar die Schulterbeweglichkeit, dass man in sämtliche Posen quasi mit den Armen kommt, dass man, also ich meine, man hat ja beim Klettern, klar mit den Armen macht man sehr, sehr viel, Schulterzüge und so weiter und da darf auf jeden Fall darf es keine Einschränkungen in Beweglichkeit geben. Und ich denke, wo es fast vielleicht sogar noch wichtiger ist, ist in der Hüfte. Einfach weil Klettern deutlich einfacher wird, je näher die Hüfte an der Wand ist. Klar. Und je beweglicher die Hüfte ist, desto öfter kann sie ganz nah an der Wand sein, egal wo der Fuß steht. Das sind so die zwei Hauptsachen, denke ich mal. Ich glaube, das bringt es auch ziemlich gut auf den Punkt. Richtig, ich denke auch. Genau, deswegen, ich habe jetzt mal ein paar Fragen überlegt, so, die mich jetzt, sage ich mal, als eher Breitensportler, sage ich mal, interessieren. Also dieses, du bist ja wirklich sehr, sehr beweglich. Und viele fragen sich natürlich auch, hey, komme ich denn da überhaupt hin? Also jetzt als erwachsener Mensch, ich bin jetzt, sage ich mal, durchschnittlich beweglich, kann ich denn eigentlich noch einen Spagat lernen, deine Meinung? Wie hat es bei dir angefangen, dass du so beweglich geworden bist? Ach, bei mir hat es eigentlich immer, also ich war immer schon als Kind relativ beweglich, hatte dann aber auch eine Phase, wo ich relativ viel gesehen habe und dass meine Beweglichkeit nochmal enorm verbessert hat. Ich denke, Beweglichkeit hängt zu einem gewissen Punkt auch von Genetik ab. Mhm. Also es gibt einfach Leute, die können von Grund auf leichter beweglich werden als andere. Ja. Aber ich würde nie sagen, dass es zu spät ist. Also auch jemand, der jetzt in einem fortgeschrittenen Alter ist, dem wird Dehnen auch auf jeden Fall was bringen. Okay, weil du das gerade das Thema Dehnen ansprichst. Das ist ja wirklich was, was viele Leute eigentlich immer mit Beweglichkeit gleichsetzen. Ist ja eigentlich nicht unbedingt zu 100% so. Also Dehnen ist ja, beziehungsweise Dehnbarkeit ist ja nicht gleich Beweglichkeit. Nee, richtig. Ich denke, da muss man so ein bisschen unterscheiden. Und zwar gibt es natürlich einmal die passive Beweglichkeit und einmal die aktive Beweglichkeit. Aber ich denke, da kannst du uns auch noch mal ein bisschen was dazu erzählen dann später, also wir euch ein paar Übungen zeigen. Ja, genau. Ich denke, abgesehen noch von der Beweglichkeit gibt es natürlich noch andere Bausteine in meinem Training, abseits vom Klettern. Also ich mache ganz, ganz viele
Übungen noch, beispielsweise eine Klimmzugstange an den Ringen. Ich mache auch einiges am Fingerbrett und so weiter. Aber wir wollen euch heute, wie gesagt, ein paar Übungen zur Mobility und zur Kraft zeigen. Das heißt, wir zeigen euch ein paar Dehnübungen, zeigen euch, wie ihr eure aktive und eure passive Beweglichkeit verbessern könnt. Und dann wollten wir euch noch ein paar Übungen der Stange zeigen und vielleicht später noch Fragen beantworten. Und wenn es die Zeit noch hergibt, dann kann ich ja noch ein bisschen über die zwei anderen Sachen erzählen, nämlich über das Griffbrett und generell über Grundlagenausdauer. Ich denke nämlich auch beim Klettern, auch wenn es jetzt keine mega Ausdauersportart ist, ist Grundlagenausdauer sowas wie Laufen, Schwimmen auch, spielt auch einen wichtigen Faktor. Also im Endeffekt gerade eigentlich alles so Trainingsbausteine, die du jetzt in dieser etwas besonderen Zeit ausüben kannst. Ne? Genau, richtig. Also ich denke, das sind hauptsächlich Sachen, die man jetzt auch gut machen kann, also laufen kann sowieso jeder. Mhm. Die meisten Übungen, die wir hier zeigen, dafür braucht man eigentlich fast nichts. Klimmzugstange ist, haben die meisten entweder zu Hause oder man findet, also ich denke, man ist da kann man auf jeden Fall kreativ sein. Ja, genau, da findet man sich ja irgendwas. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du zum Thema Grundlagenausdauer erzählst, weil das ist ja wirklich was, was viele Kletterer gar nicht auf dem Schirm haben und sag ich mal, auch so, das Rauchen ist ja relativ verbreitet unter den Kletterern, also das ist, ja. Aber eigentlich ist Klettern ja per se jetzt nicht so die Ausdauersportart, aber irgendwo natürlich dann schon. Ja, natürlich. Also ich denke, dass Grundlagenausdauer ja durchaus auch wichtig ist beim Klettern. Also es ist einfach so, dass je fitter man generell ist, dass man dann auch beim Klettern fitter sein wird. Also ich meine, auch wenn es jetzt keine typische Ausdauersportart ist, ich meine, öfter mal ist es ja wirklich so, dass wenn man nach dem Bouldern, dass man schnell außer Atem kommt, wenn man viele Routen klettern, ist man schnell außer Atem und wenn man die Regenerationszeit Regenerationszeit ist schlechter und ich denke, da ist es einfach wichtig, dass man auch so ein bisschen zumindest auf die Grundlagenausdauer achtet. Mhm. Also ich mache das so, ich gehe eigentlich am liebsten für Grundlagenausdauer laufen. Das ist das Einfachste. Genau, weil Fahrradfahren, gut, braucht man wieder ein Fahrrad, aber das ist mir noch zu anstrengend und Schwimmen, ich mache halt Wasser nicht. Insofern ist so Laufen mein Mittel der Wahl. Und ich finde es eigentlich ganz praktisch, mit beispielsweise einer Uhr kann ich ganz easy auch ohne Handy laufen gehen und kann dabei Musik hören, was für mich praktisch beim Laufen und generell auch beim Training sehr, sehr wichtig ist, Musik zu hören. Also ich meine, du musst, da gibt es ja auch voll die Wissenschaft drumherum, also so mit welche Herzrate und so ein Zeug. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der begeisterte Läufer. So, ich freue mich schon, wenn ich da irgendwie mal meine paar Kilometer einfach laufen kann, ohne dass mir das Knie abfällt. So worauf achtest du da? Also, ja, du hast recht. Also da gibt es eine ganze Wissenschaft, vor allem unter den Läufern natürlich, mit den ganzen Herzfrequenzen. Und ich habe da früher auch nie drauf geachtet, weil ich immer dachte, naja, laufen gehen ist ja gleich laufen gehen. Da ist eigentlich egal, wie schnell ich laufe und ich gehe eine halbe Stunde laufen. Mhm. Und ich war immer so in der Annahme, ich gehe ja laufen als regenerative Maßnahme zum Klettern. Das heißt, ich war halt dann nur tags ein bisschen laufen und habe halt gedacht, okay, wenn ich jetzt hier eine halbe Stunde laufen gehe, dann ist es ja quasi für die aktive Regeneration. Ja. Und bis mir dann irgendjemand gesagt hat und ich auch mal so eine Leistungsdiagnostik gemacht habe, und wir haben dann gemeint, naja, wenn du beim Laufen allerdings wieder über den Herzschlag von 120 kommst, dann bist du wieder nicht im Grundlagenausdauerbereich. Und dann ist es eigentlich wieder ziemlich anstrengend für deinen Körper und hat nichts mehr mit aktiver Regeneration zu tun. Und ich war dann immer der Annahme, naja, ich laufe ja eigentlich so langsam, gefühlt, da ist mein Puls nicht höher als 120. Ja. Und als ich dann die Uhr bekommen habe, bin ich halt mal mit der Uhr laufen gegangen und war dann ganz schockiert, als ich drauf gesehen habe, ich laufe mit einem 160er Puls. Ja, das stimmt auch nicht drüber. Ja, aber so ein subjektives Empfinden war, ich laufe ja noch eigentlich gemütlich. Ich weiß nicht, 120er Puls, das ist ja das. Verschleift man so richtig vor sich hin, genau. Und das war mir früher nie bewusst. Ich war immer in der Annahme, okay, so wie ich laufen gehe, mache ich was für meine aktive Regeneration. Ja. Aber mir ist dann eigentlich durch die Uhr bewusst geworden, dass man viel, viel langsamer laufen muss, als man eigentlich denkt, damit man wirklich diesen Grundlagenausdauerbereich ist und es dann auch wirklich an einem Ruhetag als aktive Regeneration machen kann. Das ist ja eigentlich mal eine gute Sache, ne? Da kann ich ja eigentlich auch mal als Ausrede nehmen, doch mal joggen zu gehen. Du musst halt langsam laufen. Genau, du musst langsam laufen. Regeneratives Laufen. Also wie gesagt, ich denke, da ist die Magic Honor Magic Watch 2 ist wichtig oder generell ein Pulsmessgerät ist wichtig, dass man wirklich einfach mal schauen kann, okay, wie schnell laufe ich denn wirklich?
praktisch natürlich, wenn man Musik hören kann und Puls messen kann gleichzeitig zu der Zeit. Aber ja, ich denke, da sollte man, vor allem wenn man in der Annahme ist, dass man laufen geht als so regenerative Maßnahme, sollte man so ein bisschen auf den Puls achten. Gut, ich merke schon, wir sind fast schon ziemlich voll. Ich habe auch selber genug Fragen, es kommen bestimmt später auch noch ein paar. Jetzt kommen wir mal zum Thema, was wir eigentlich machen wollten, und zwar ein Beweglichkeitstraining. Sehr gut. Ich soll mir auch die Schule wegräumen. Wir räumen jetzt mal die Schule weg und fangen einfach mal an. Also du hast ja vorhin schon gemeint, Schulterbeweglichkeit und Rückenbeweglichkeit ist so das Relevanteste beim Klettern. Ja, und ich meine, ich stimme dir da auch definitiv zu. Genau. So, dass wenn man da mal ein bisschen mehr macht und auch wirklich beweglicher wird, man merkt da eigentlich definitiv einen Leistungszuwachs oder dass man effektiv stärker wird in dem Sinne. Genau, richtig. Und jetzt fangen wir einfach mal bei den Schultern an. Genau. Das ist, sage ich mal, so eine, da gibt es ja so ein paar Tests, sage ich mal, die man machen kann, die jetzt halt momentan dann eigentlich nicht so leicht durchzuführen sind, weil man sollte schon irgendwie schauen, seinen Kontakt zu minimieren und so weiter und so fort. Aber es gibt definitiv Sachen, die man selber machen kann. Und ich meine, dieser klassischste Test ist eigentlich wirklich dieses hinten zu schauen, also wie weit komme ich zusammen. Ne? Also das ist jetzt, also Thema Schulterbeweglichkeit ist jetzt bei mir jetzt kein Problem. Und siehst du, deswegen ist der Mobility-Trainer, wenn er mal bei mir schaut. Da ist das schon auf jeden Fall noch unten nach oben. Richtig. Ja. Die andere Seite ist auch nicht besser. Insofern. Wenn man viel klettert, müsste man theoretisch auch eigentlich wirklich viel so im Bereich Dehnen und Mobility machen, um da wirklich seine Beweglichkeit zu erhalten. Weil ich kann mich erinnern, als Kind konnte ich da mal easy zusammengreifen. Aber das verliert man im Alter dann auch. Ne? Es hat ja offensichtlich auch für 900 plus gereicht. Also, man kann schon auch schwer klettern, aber man kann ja auch langfristig schwer klettern. Dann kann man da noch mehr rausholen. Richtig. Deswegen, ich habe jetzt mal ein paar Sachen vorbereitet oder zumindest überlegt, weil jetzt habe ich natürlich mit dir schon mal gesprochen und angeguckt, wie weit es mit deinen Schultern ist. Thema Schulterbeweglichkeit ist, sage ich mal, relativ leicht eigentlich zu verbessern, weil die Schulter ist so das beweglichste Gelenk, was wir im Körper haben und ist auch nicht durch eine knöcherne Führung limitiert, sondern eigentlich durch diese vier Schultermuskeln, sage ich mal, wird diese Schulterbeweglichkeit hergestellt oder limitiert oder halt freigegeben. Deswegen ist es eigentlich eine rein muskuläre Sache. Ja? Deswegen, was ich immer gerne mache, ist das Ganze mit dem Tellerband. Ja? Moment, ich habe hier noch eine andere Geschichte. Was viele Leute noch machen, ist hier dieser Stock. Ja? Dass sie hier diese Übung machen, wenn sie hinten irgendwie lang gehen. Bin ich jetzt selber nicht so persönlich der Freund davon, weil ich kenne auch Leute, die sich damit wirklich ein bisschen, ja, die Schulter kaputt gemacht haben, weil sie das länger nicht gemacht haben. Deswegen stellen wir die gleich mal wieder beiseite. Ja. Du bist ja eher Freund von. Genau, ich bin der eher der Freund von Terrorbändern. Macht Sinn. Genau. Und einfach nur, weil das ist auch wieder dieses Thema aktive und passive Beweglichkeit. Ne? Also, so, wenn du den Stock nimmst, das ist rein, eine rein statische Kraft, die quasi auf deinem Muskel sich ausübt. Ja. Und hier musst du diesen Zug einfach schon automatisch halten. Ne? Und es fängt wirklich bei solchen Übungen an, ja? Dieses einfach mal hinten lang zu gehen, auch hier diese Rotation wirklich am äußersten Rand der Beweglichkeit der Schulter zu machen. Ja, und da kann man auch wirklich nicht wirklich viel falsch machen, ne? Weil wenn dann immer zu weit geht und die Spannung zu groß wird, dann kann der Mutter, also da kann die Schulter eigentlich nicht wirklich wegkippen oder sonst was. Ja. Ja, also das ist was, da dehnt man einerseits, aber auch gleichzeitig unter Kontraktion der Muskeln. Ja, das mache ich ganz gerne zum Aufwärmen. Ja, oder auch das ist auch super, es hilft quasi gegen diese typische Kletterhaltung, dass man damit Grundrücken dasteht. Was immer ganz wichtig ist, ist, dass man das Ganze auch ein bisschen langsamer durchführt. Ja? Also es gibt da immer so Tempostufen, die man machen kann. Mhm. Was ja viele machen, was man so gerne mal sieht im Gym oder sonst was, so die Leute, die dann hier dieses Schulterkreisen machen, ja? Diese extrem schnelle Bewegung eigentlich, aber sag ich mal, sehr, sehr sportartspezifisch. Also im Klettern ist ja eher dann doch ein relativ langsamerer Sport. Mhm. Und da sollte man dann eigentlich schon schauen, dass man diese Übungen auch langsam ausführt. Ja. Mhm. Es geht da wirklich eher um eine präzise Ausführung und halt einfach ein langsames Tempo, wo man einfach sich auch wirklich darauf konzentriert, an diesen äußersten Rand der Beweglichkeit zu gehen und da so langsam runterzufahren. Ne. Ich meine, ich kann dir das ja mal gerne zeigen. Wenn du mir mal das Handy gibst, dann nehme ich das mal auf.
Ja, das würde mich voll interessieren. Weil das Problem ist immer das, wenn man zum Beispiel mal so eine Bewegung macht, ja, und man macht sie zu schnell, dann sieht es oftmals so aus, dass es dann so stockt, weil man da nicht lang gehen kann. Ich denke, das ist auch wichtig, wirklich benutzt eure Handys dafür, dass ihr so Sachen auch wirklich kontrolliert. Und das kann bei allen möglichen Übungen sein, sei es Dehnübungen, sei es Kraftübungen, sei es Boulder und so weiter. Ich verwende ganz oft einfach ein Video, das man einfach aufnimmt, um sich selber mal zu sehen, weil ganz oft ist so diese Vorstellung, wie man sich selber fühlt, wie man dann aber auch von außen wirklich aussieht, das sind zwei komplett unterschiedliche Sachen und das kriegt man erst mal mit, wenn man sich wirklich auch mal mit einem Video dann selber sehen kann. Das machen wir jetzt einfach mal gleich mal bei mir. Ich lege mal hier dieses Band weg. Also wie gesagt, damit kann man wirklich viel machen. Man muss sich einfach ein bisschen mal reinfuchsen und so und sich selber reinhören. Aber man kann da wirklich sehr, sehr viel für die Schulter auch machen, auch regenerativ. Also das ist so eine Übung, die geht wirklich in die komplette Rotation der Schulter. Also einmal in diese Richtung, ja, und aber auch einmal in diese Richtung, ja. Und zwar, die ganze Übung sieht so aus, ich fange quasi hier an, rotiere einmal nach hinten und ich versuche mich mal so möglichst parallel zu stellen. Also ab bis 20 Grad ungefähr kann die Schulter nach hinten drehen und dann ist eigentlich bei den meisten Leuten physiologisch Schluss. Und da, ich gehe mal ein wenig runter, dann kann man das besser sehen. Und hier rotieren wir dann quasi nach hinten, sodass wir hier in der vollen Rotation vorne ankommen, der kleine Finger nach oben zeigt, der Daumen nach unten und die Handfläche nach außen. Also was ist passiert? Wir sind quasi einmal so rotiert und wenn wir hinten ankommen, wo nicht mehr geht, dann rotieren wir nach außen komplett in einem Fluss, ja, und kommen dann vorne an. Ja, also das kannst du jetzt mal einfach mal bei dir mal aufnehmen und dir anschauen und vergleichen wir das gleich mal. Mach das mal eben stehen. Also ich komme jetzt, ich rotiere hoch. Und das ist jetzt so ein Tempo, das habe ich jetzt für mich gewählt, würde ich mal sagen. Ich würde es als intuitives Tempo bezeichnen, indem ich die Bewegung immer noch präzise und flüssig machen kann, ohne dass es stockt. Ja. Am Anfang sah das nämlich bei mir so aus, dass ich zwar langsam gemacht habe, aber ich wirklich an vielen Punkten gemerkt habe, wie das so einfach hakt. Ja. Und das sollte nicht mehr sein, man sollte versuchen, das Ding möglichst kontrolliert durchzuziehen. So, und jetzt machen wir jetzt mal einen Vergleich bei dir. So, das heißt, du fängst so an, so vorne rum, genau. So. Und mach mal schön langsam und unter Anspannung. Und jetzt rotierst du quasi nach außen. Ja, ich merke schon, hier oben ist Schluss. Da ist Schluss, genau. Oh. Und kleine Finger nach vorne. Genau. Und wieder zurück. Da merke ich schon, das ist krass, eigentlich ist die Hand gar nicht so richtig hin. Ich sehe es jetzt zwar hier, ja. Ich sehe es über den Livestream, aber ich kriege dann... Und stopp, genau da. Und jetzt die gleiche Haltung, einfach wieder zurückrotieren, dass du wieder in der Ausgangsposition ankommst. Ne? Ah ja, das, ja, ja. Das musst du dir jetzt gleich mal anschauen, weil da siehst du es dann nämlich mal von der Seitansicht. Da stockt es ja ganz massiv, ne? Genau. Also wenn du das jetzt hier mal... Also weiter ist das geht nicht und eigentlich könntest du da zum Beispiel noch 20 Grad mehr rausholen. Ja. Und das ist tatsächlich was, das hat hauptsächlich was mit motorischer Kontrolle, also so mit so einer Ansteuerung, die im Gehirn passiert, zu tun. Ja, na, da merke ich schon, wenn ich da oben bin, dann fühlt es sich an, als würde es einfach stoppen. Ja. Und das musst du dir mal daheim nochmal in Ruhe anschauen. Das habe ich jetzt, ja. Die Leute haben es jetzt schon selber gesehen. Ja. Da kann man wirklich viel machen. Und das beeinflusst natürlich auch viele andere Sachen. Ne? Ich meine, wenn es in der Schulter schon hakt, ja, dann ist natürlich auch irgendwo die Versorgungskette Richtung Ellbogen, Richtung Finger irgendwie, ja, ein Stück weit limitiert. So, ja, ne? Und wenn du jetzt sagst, es ist eine muskuläre Ansteuerung, heißt es dann, dass quasi mein Muskel nicht beweglich genug ist? Oder gibt es denn überhaupt einen Unterschied zwischen
aktiver und passiver Beweglichkeit? Ja und nein. Also dein Muskel ist einerseits, der kann das schon. Mhm. Ja. Du bist ja auch ein sportlicher Mensch. Mhm. Und also eigentlich sollte er das können. Das ist eine Bewegung, die natürlich das, also im Maximum jeder Mensch eigentlich kann. Mhm. Aber dadurch, dass wir das nie machen, ja, wird es natürlich nicht freigegeben. Ja. Also das ist ein ganz einfaches Ding. Das ist so ein Prinzip, das heißt im Endeffekt use it or lose it. Mhm. Also entweder nutzt du die Beweglichkeit und wenn du sie nicht, also falls du sie nicht nutzt, geht sie verloren. Ja. Das heißt, wenn du den ganzen Tag am Rechner hockst und das ist die Beweglichkeit, die du quasi deinem Körper als Input gibst, dann ist das die Wirklichkeit, die dein Körper erhält, ja, aber alles andere natürlich nicht. Ja. Das heißt, wenn du jetzt diese Rotation, diese volle Rotation in der Schulter einfach nicht machst, warum solltest du sie können? Ja. Also wie Fahrradfahren auch. Ja. Ja. Was ist denn genau der Unterschied zwischen aktiver und passiver Beweglichkeit? Also der Unterschied zwischen passiver und aktiver Beweglichkeit ist eigentlich relativ klar, also leicht erklärt. Ne? Also wenn man sich jetzt überlegt, ich gehe jetzt halt, in die Grätsche, ja, oder genau, das kannst du dir mal vormachen. So, jetzt genau. Mal so in die Grätsche. So, da ziehst du dich jetzt quasi rein, ohne dass du deine Muskeln aktivierst. Genau, jetzt sitzt da quasi relativ entspannt. Und das ist deine passive Beweglichkeit. Okay. Ja, deine aktive Beweglichkeit wäre jetzt im Endeffekt, in diese Position mit reiner Muskelkraft zu kommen, ohne dass du da jetzt irgendwie durch eine mechanische Kraft dich reinziehst. Das heißt quasi theoretisch, das im Stehen zu können. Das wenn ich so stehen würde und dann mich so zur Seite biegen würde und dann versuche, geht gar nicht weiter. Genau. Und das ist was, du könntest theoretisch aktiv so beweglich sein, wie du passiv beweglich bist. Okay. Aber du kannst es nicht abrufen, weil du hast es nicht gelernt. Ja. Und das ist, darum geht es im Endeffekt um Beweglichkeitstraining. Das heißt, dann müsste ich quasi die passive Beweglichkeit bedingt die aktive Beweglichkeit. Genau, ja. Also du kannst aktiv nicht beweglicher sein, als du passiv beweglich bist. Macht Sinn. Genau. Und wenn du jetzt halt sagst, du würdest gerne diese Grätsche auch aktiv können, dann ist es was, das musst du lernen. Also du musst dem Körper das Gefühl geben und dem Gehirn dieses Signal senden. Das ist eine Beweglichkeit, die ich täglich brauche. Und das machst du, indem du halt täglich quasi versuchst, in dieses Ding muskulär reinzuziehen. Ja, das heißt, ich bin dann wirklich so, genau, und versuche dann aus der Position weiter hochzukommen. Ja. Und wenn du da diesen Input setzt, dann wird der Kopf irgendwann merken, ich schalte diesen Schutzgenreflex aus und gehe dann da weiter rein. Ja. Kann ich das auch mit Hilfe machen, beispielsweise, dass ich sage, okay, ich lege jetzt meinen Fuß erstmal passiv auf, so, und versuche dann aus der Position den Fuß abzuheben. Genau. Das ist zum Beispiel eine Sache, die kann man machen. Ja. Ähnliche Geschichte, was jetzt auch ein bisschen relevanter beim Klettern ist, ist, dass man versucht, den Hook, einen Hook zu setzen oder man versucht hoch anzutreten. Und kann das zum Beispiel dann auch so machen. Man zieht sich dann hier rein, so wie du es gerade gesagt hast. Ja. So. Und dann versuche ich das einfach zu halten, dass ich hier bleibe. Mhm. Ja. Also es ist eine Sache, die viele Leute nicht können oder das ihnen schwerfällt, da oben dann einfach auch zu bleiben. Ja. Und ich habe auch festgestellt, bei mir so, die Richtung geht viel besser als zur Seite hoch. Mhm. Ich habe auch das Gefühl, das hängt auch vom Typ ab. Also es gibt manche Leute, die können den klassischen Spagat mega gut und können aber dafür die Grätsche nicht. Aha, okay. Und bei mir ist es aber genau andersrum. Ich kann quasi die Grätsche mega gut, aber den klassischen Spagat schlecht. Bei mir ist es genau andersrum. Ich kann zwar beides nicht perfekt, aber ich komme definitiv weiter in die Grätsche als in den Spagat. Deswegen, ich zeige dir mal ein paar Sachen, die ich mache, um meine Hüfte zu lockern, beziehungsweise kann euch natürlich dann auch. Das einfachste und klassischste, sage ich mal, ist dieser 90-90-Sitz. Ja, also das ist so, sage ich mal, die grundlegende Bewegung für alle Rotationen in der Hüfte. Also 90-90, einfach deswegen, man sieht es ja schon, hier ist ein 90-Grad-Winkel. Hier ist ein 90-Grad-Winkel und da ist ein 90-Grad-Winkel. Und den versuchen wir auch zu halten. Also die einfachste Variante davon ist, dass man lehnt sich ein bisschen nach hinten und rotiert dann quasi so in diese Richtung. Wir rollen so hin und her. Ja, also du machst das jetzt schon ohne Hände. Mhm. Das ist natürlich super. Das ist was aber viele Leute nicht können. Ja, das passiert immer mal wieder zum Aufwärmen. Das fühlt sich Ich mache das auch immer zum Aufwärmen, weil das ist wirklich eine,
eine Bewegung, die eigentlich relativ natürlich auch ist. Und die Hüfte geschmeidiger. Genau, und so die Gelenke gut mobilisiert. Schwerer wird es, je weiter ich nach vorne gehe, je aufrechter ich sitze. Ja. Also, wenn ich jetzt irgendwann merke, dass es jetzt weich, also ich fange auch wirklich zum Aufwärmen hier hinten an. Ja. Also so, aber irgendwann wandere ich dann vor und mache diese Bewegung dann so. Ja, auch unter Schuss. Dass man dann auch die 90 Grad beibehält, ist gar nicht so leicht. Ja, man rutscht dann auch immer so ein bisschen vor und die Beine rutschen hin. Man kriegt da, man muss das ein paar Mal machen, dann kriegt man da ein Gefühl dafür. Ja. Aber im Endeffekt, man sollte halt versuchen, zumindest diese 90 Grad irgendwie zu wahren. Ja. Genau, und was ich auch mal gemerkt habe am Anfang oder auch jetzt dann noch merke, wenn ich mich warm mache, dass ich am Anfang der Übung immer so in so einen Buckel reingehe. Ja, macht er immer so. Man macht er immer so. Man muss halt ein paar Mal das machen und dann aber auch wirklich versuchen, da gerade zu bleiben. Man kann es auch ein bisschen erschweren oder vielleicht aber macht es auch ein bisschen besser in der Ausführung, wenn man hier wirklich Spannung hält im Rücken und dann diese Bewegung macht. Naja, schön. Und man macht es aber auch nochmal ein bisschen schwerer und das ist jetzt das, was, glaube ich, für dich relevant wäre, wenn du sagst, du willst in die Richtung beweglicher werden, dass ich wirklich das eine Bein bleibt liegen und ich klappe das eine so weit auf, wie ich kann und gehe erst dann mit dem rechten Bein oder mit dem linken Bein hoch, wenn ich merke, mehr geht nicht. Naja, okay. Und dass ich dann quasi auch... Dass du aktiv auch in diese Einstellung reingehst. Genau. Ja. Und dann hast du diese Rotation, diese endgradige Rotation in der Hüfte, ja, aber gleichzeitig auch in so einer aktiven Dehnung. Ja. Ne? Ja, das ist eine Sache, die kann man wirklich gut machen. Aber jetzt ist ja dann ganz oft so beim Klettern, dass man in solchen Stellen irgendwie oder in solchen Posen irgendwie an der Wand ist, also beispielsweise in einem Drop und so weiter. Genau, ja. Aber da muss man auch irgendwie reinkommen. Das heißt, theoretisch müsste man ja aus dieser Position jetzt noch irgendwie müsste es möglich sein, die Beine noch anzusteuern. Da gibt es auch eine ganz gute Sache, die sieht jetzt gar nicht so. Es sieht relativ leicht aus, ist aber, kannst du mal vormachen, also man ist jetzt quasi in so einem, auch wieder in diesem Sitz, nur ist es geschlossen. Ja, also jetzt sind es ungefähr 60 Grad, so dass hier ungefähr die Fußfläche so auf dem Knie liegt. Ja, und dann kann man quasi hier nach oben gehen, so aufstehen und dann wirklich nach vorne schieben. Dann rotiert man, macht das gleiche Ding wieder und steht dann in die Richtung auf. Naja. Merkst du das? Ja. Also ist nicht ganz einfach, aber sieht echt super aus. Also das Gute ist, ne, dass ihr alle daheim sind und es sieht keiner, man kann auch so einen Scheiß einfach mal daheim ausprobieren. Ja. Genau, das ist eine Sache, die kann man machen. Was ich auch öfter mache, ist, um meine aktive Beweglichkeit so ein bisschen zu verbessern, ist aus quasi solchen Stellungen, dass man dann versucht, aktiv eins der Beine anzuheben. Ja, das ist mega schwer auf jeden Fall. Ja. Genau, weil ich merke dann, okay, das ist eigentlich schwer, aber theoretisch, wenn ich jetzt mal ein Bein nehmen würde und es einfach so hochklappt, dann geht es eigentlich ziemlich easy. Das ist auch das beste Beispiel für aktive Beweglichkeit, ne? Passive Beweglichkeit. Also genau. Man kann ein bisschen hoch rotieren, aber mit motorischer Kraft es dann oben zu halten, genau, das ist schwer. Dann da wirklich das Bein aktiv anzuheben, ist schwer. Und ich denke, das ist eigentlich so das, was man unter aktiver Beweglichkeit oder was ich unter aktiver Beweglichkeit verstehe, dass man dann wirklich noch versucht, in solchen Einstellungen, in solchen Dehnposen, dann versucht, die Beine aktiv anzuheben. Ja, darum geht's. Naja. Genau. Und ja, was halt eigentlich definitiv, also meiner Meinung nach definitiv jeder eigentlich können sollte, der auch schwerer klettert, denke ich mal, ist dann einfach, oder generell eigentlich jeder Mensch können sollte, ist diese typische Hocke. Ja. Ja, also man sieht ja viele, also auch als asiatische Völker oder afrikanische Völker, die können da stundenlang so sitzen. Ja. Das ist einfach eine der natürlichsten Körperpositionen. Ja, ich denke, es ist auch wichtig, also das fühlt sich auch so für mich komfortabel an. Das machen wir beim Yoga ganz oft. Mhm. Und ich denke, das ist auch wichtig, dass man so entspannt sitzen kann. Das ist auch was, wenn man das nicht kann, ist das ein guter Punkt anzusetzen. Ja. Also bei mir war das im Endeffekt, als ich das erste Mal probiert habe, dass ich kam nicht weiter als so. Ja. Also das war echt, das war zum Heulen. Ja. Aber dann einfach mal wirklich versuchen, jeden Tag eine Position, diese Position zu halten, mal für eine Viertelstunde, also 15 Minuten, Sekunden, dann mal 30 Sekunden, dass man einfach möglichst viel Zeit daran verbringt. Ja. Und dann wird es auch sauschnell besser. Ja. Und weil du meinst, diese Rotation mit dem Drop Knee, was man machen kann, um das ein bisschen zu üben, das ist was,
Das kannst du zum Beispiel auch durch so eine Übung. Ne? Du bist, klappst das Knie runter. Ja, dann siehst du sowas, da habe ich auch mal ein bisschen Probleme mit. Das fühlt sich auch mal für mich anfangs unangenehm an. Ja, aber man kommt dann auch ziemlich schnell rein. Ja. Ja, und du kannst es auch ein bisschen erschweren noch. Du, das ist, wenn du zum Beispiel auf dem einen hockst, wie wir auf diesem Bild gemacht haben, hast du, das hast du ja auch oft, dass du mal einen Fuß irgendwo drüben hast, ja, den anderen so vor dir aufgehockt, ja, und dann hier reinziehst, nach unten. Genau. Okay. Und das ist dann wieder die Frage, klar, dann hast du einen Drop-Knee, dann komme ich da wieder raus. Ja. Natürlich in die gleiche Richtung. Ja. Merkst du das? Ja, da sehe ich mich schon schwer bei. Genau, und das ist was, das kann man easy üben. Ne? Auch in so einem Flow, dass man dann da so hin und her geht. Zack. Und sich dann daraus auch wieder rausdrückt. Und das ist im Endeffekt, du bist jetzt definitiv irgendwie beweglich, also eigentlich beweglicher Sicht. Ja. Aber hast es halt offensichtlich noch nicht so oft gemacht. Ja. Deswegen fällt es dir jetzt schwerer als mir. Ja. Also das ist genau das, worum es geht beim Beweglichkeitstraining. Ja, das macht Sinn. Ja, was ich auch finde, ist, dass diese Übung hier relativ entscheidend, finde ich, fürs Klettern ist. Weil das ist so meiner Meinung nach, diktiert das so ein bisschen, wie weit man mit Hüfte an die Wand, ja, kommt. Genau. Und jetzt sitzt man halt öfter so beim Dehnen da, aber dann denke ich mal, da gibt es da vielleicht noch andere Möglichkeiten, aus dieser Position jetzt das Dehnen intensiver zu gestalten. Oder was kann ich denn da machen? Und da bin ich eigentlich drauf gekommen, dass man natürlich jetzt nicht aktiv, also man versucht natürlich aktiv die Beine weiter runterzudrücken, aber man kann ja auch aktiv beispielsweise gegenhalten. Ja. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand einfach kommt und ihr auf die Knie drückt und du versuchst aktiv gegenzuhalten, ja, und dann nach einer bestimmten Zeit wieder locker zu lassen. Das ist ja auch so ein bisschen, also ja, wie lange dehnst du dann? Also kommt drauf an, wenn ich mich zum Aufwärmen dehne, dann dehne ich mich immer so zwischen 15 und 30 Sekunden, also jede Dehnpose zwischen 15 und 30 Sekunden. Wenn ich jetzt aber wirklich versuche, meine Beweglichkeit zu verbessern, dann dehne ich meist 2 Minuten, 3 Minuten oder auch deutlich länger. Ja. Also ich denke, da ist dann einfach, wenn man sich wirklich einfach mal eine Stoppuhr nimmt und es einfach mal stoppt, dass man da nicht zu kurz auch in den verschiedenen Posen ist. Also dann mache ich es natürlich auch ganz oft so, dass ich dann wirklich auch irgendwie am Laptop oder mit dem Handy hier so da sitze und dann dehne einfach, um ja, so ein bisschen angenehmer zu gestalten. Ja, aber das ist auch was man halt wirklich unterschätzt, also wie lange das braucht, bis eine strukturelle Veränderung jetzt in Gelenkkapseln, Sehnen und Muskeln passiert. Also ich meine, gut, dieses Thema Dehnen, da scheiden sich eh die Geister. Ja. Aber man hat jetzt halt mal sich so ein bisschen darauf geeinigt, sag ich mal, dass es irgendwo zwischen 60 und 90 Sekunden Dehnen, also Reiz braucht, bis halt wirklich was passiert. Richtig. Ja. Also ich denke, das ist auch wichtig, dass man da, ja, dass man dann nicht irgendwie an einem Tag sagt, oh Gott, jetzt habe ich eine Woche lang nicht gedehnt, jetzt muss ich da eine Stunde Vollgas irgendwie dehnen, sondern das macht es wirklich einigermaßen die Regelmäßigkeit. Also das ist einfach so, da muss man wirklich schauen, dass man regelmäßig jeden Tag ein bisschen dehnt, also lieber jeden Tag 10 Minuten, als dann einmal in der Woche 90 Minuten. Ne? Also, ja, das muss man einfach, muss man durch. Sich gute Musik anmachen. Richtig. Und aber wie gesagt, ich bin öfter, wenn ich alleine im Training bin, bin ich öfter mit Musik. Also mit den neuen Magic Earbuds finde ich auch, dass die ganz gut halten, wenn man Handstände macht, wenn ich an den Ringen was mache, wenn ich an den Klimmzugstange was mache. Insofern habe ich da, ich hatte auch mal meine Probleme so ein bisschen, die Kopfhörer zu finden, die für mich passen, weil irgendwie in meinem Ohr wenig Kopfhörer halten, aber mit denen habe ich eigentlich welche gefunden, die wirklich auch so eine Yoga-Session mitmachen, Handstände und so weiter und so fort. So, was meinst du, sollen wir noch Übungen in der Stange zeigen? Das klingt witzig, ja. Also an der Klimmzugstange. Weil ich denke, es ist auch wichtig, dass man das richtige Klettertraining nicht vernachlässigt. Ich denke, Ausgleichstraining ist sehr, sehr wichtig. Und das sagen dann die meisten Leute, irgendwie Profikletterer machen so ganz banale Basic-Übungen, machen die gar nicht mehr. Das stimmt nicht. Also ich mache auch immer wieder mal einarmige Klimmzüge und ich mache auch immer wieder mal sowas wie Hangwaage und Hangwagenaufzüge. Und ich denke, da gibt es so
zwei Übungen an der Stange, die eigentlich für mich relativ wichtig sind, die ich auch regelmäßig mache, um ja, meine Kletterpower zu verbessern. Und die eine davon ist Hangwagenaufzüge, das heißt wirklich an der Klimmzugstange. So, dann in die Hangwagen ziehen. Gibt es da irgendwie Tipps, die du geben kannst für Leute, die jetzt fast dran sind oder gar nicht dran sind? Also so, ich meine, mir geht es jetzt so, ich komme jetzt ungefähr so wie du soweit, ja, aber ich kann das halt nicht lange bis fast gar nicht halten. So. Ja, also ich denke, für Leute, die es die Hangwagen nicht halten können, ist ein Terraband immer eine gute Möglichkeit zu entlasten. Das heißt, wenn man dann hier wirklich so... Irgendwann, das bitte. Das Props, fällt dir nicht mag. So, und wenn man dann tatsächlich wirklich einfach so ein Terraband um die Stange wickelt, weil es eine Stange übrigens oben, nur dass du Bescheid bist, und dann hier mit den Füßen reinsteigt, so, dann könnt ihr durch die Unterstützung des Terrabands genau dieselbe Übungsausführung machen. Macht es deutlich leichter. Ich denke, was ihr wirklich aber dabei achten müsst, und da ist es wieder wichtig, dass man das kontrolliert, ist, dass auch wirklich die Hüfte gerade ist. Also, wenn wir uns das mal bei Max anschauen. Oh Gott. Ich denke, das ist wichtig. Gehst du mit beiden Füßen rein? Ich gehe mit beiden Füßen rein. Das macht es auf jeden Fall angenehmer. Dass man dann wirklich auch mal so guckt. Wenn er das macht, jawohl. Ja, siehst du, da ist die Hüfte super gerade. Das ist jetzt der Vorführeffekt, weil du da bist. Genau, und dann, das ist aber dann auch, ich merke dann auch wirklich dieses Hochziehen. Das war anstrengend, genau. Aber das hier halten. Halten ist natürlich schwer, ne? Ist so, aber genau das ist es ja. Also, man ist ja, wie oft hängt man irgendwie in einem Dach und muss dann irgendwie. Weiß ich, macht einen weiten Zug. Boah, die Füße kommen raus. Ja, genau. Und dann muss man aber wirklich auch schauen, dass die Füße wieder an die Wand kommen. Dafür ist diese Hangwaage einfach eine super Übung. Zeig mal, wie ich das jetzt gemacht habe. Also, jetzt so. Ich kann jetzt mal gucken. Das sieht man wirklich auch tatsächlich. Ja, die Hüfte ist wirklich in einer Linie. Und da machen ganz oft so Leute so eine Banane, was nicht gut ist. Genauso bei den Handständen. Also bei den Handständen war es für mich am allerwichtigsten, da wirklich auch zu kontrollieren, dass meine Linie gerade ist und dass ich nicht in der Banane stehe. Ja, aber guter Punkt, Handstand. Kannst du ja ganz gut, habe ich gehört. Ja, ich kann es zumindest. Ne? Ich habe es schon mal gemacht. Ja, ich kann so mittelmäßig gut. Kannst du mal ein paar Tipps zeigen, weil ich denke mal, dass ich vielleicht da ähnlich weit bin wie viele andere Leute, dass ich irgendwie das irgendwie halten kann, da auch irgendwie mit so einem Schweizer vielleicht schon reinkommt, aber es fühlt sich halt mehr als anstrengend an. Ja, also ich denke auch wieder beim Handstand ist Schulterbeweglichkeit und Hüftbeweglichkeit sind sehr wichtig, vor allem wenn man den Schweizer Handstand macht. Weil ganz, ganz oft die Kletterer, wenn sie im Handstand stehen, mit den Händen nicht gerade hochkommen, sondern die stehen dann so da. Was natürlich nicht ideal ist, weil es keine gerade Linie ist und somit sehr, sehr viel Energie verwendet. Ja, aber das ist echt witzig für die Möglichkeit vor allem, weil... Ja, also ich denke, also vor allem, wenn man natürlich so einen Schweizer machen will, so, ne, wer quasi aus der Position schon mal gar nicht an den Boden kommt, der kann ja niemals einen Schweizer Handstand machen, ne? Nee, das heißt, nicht gleich sehen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, dass man da, ja, also so einigermaßen entspannt unter den Boden kommt. Genauso aus der Position. Wenn ich jemals versuchen möchte, irgendwann, wenn ich einen Handstand kann, aus der Position den Handstand hochzudrücken, dann muss ich natürlich erstmal entspannt hier mit den Händen auf den Boden kommen. Ne? Ist klar. Also es macht auch Sinn beim Schweizer so. Da muss ich aus der Position ja, wirklich auch erstmal, damit ich hochdrücken kann, brauche ich erstmal die Hüftbeweglichkeit. Und das ist einfach wichtig, dass man dann viel dehnt und da auch, das hat auch was mit aktiver Beweglichkeit zu tun, dass ich aus der Position, wenn ich runter bin, nicht nur einfach passiv hier meine Hände auf den Boden kommen, sondern auch wirklich aktiv. Alter.
die Füße abheben kann. Und das dauert einfach. Also da muss man A, dehnen regelmäßig, da muss man aber auch einfach lange dran üben. Ja. Und was für mich auch, damit man mal so ein bisschen das Gefühl bekommt, weil ich habe das Gefühl, ganz, ganz oft haben Leute auch Angst, irgendwie den Handstand zu kriegen. Das ist einfach wichtig, geht erstmal wirklich an der Wand. Also man muss erstmal das Gefühl haben, ich kann vor der Wand solide stehen, damit ich da keine Angst mehr habe. Weil was ich jetzt zum Beispiel anfangs besser empfand, um dieses also das Gefühl zu bekommen, war das Ganze an den Parallels, ja. Witzigerweise ist es auch ganz oft so, dass Leute sich über Handstand, beim Handstand über Handgelenk, über Handgelenksbeschwerden dann irgendwie klagen. Das ist oft so, das ist auch typabhängig. Ich zum Beispiel habe mit meinen Hand, also für mein Handgelenk habe ich da, ist alles okay, ich habe da keine Probleme, wenn ich Handstände mache, aber ganz viele Leute haben wirklich mit dieser Stellung, wenn sie am Boden stehen, vor allem dann auch, wenn sie vorne überkippen und das Handgelenk quasi mehr als 90 Grad gebogen wird, haben dann da Probleme. Und da sind so, also entweder Klötzchen oder so Parallels, das ist eine gute Sache, damit man die Handgelenke so ein bisschen entlastet, weil das Handgelenk da gerade ist. Und dann auch die kann man wieder an die Wand stellen und man kann aber auch wirklich einfach, wenn man, ich sage jetzt mal, wenn man lernen möchte, irgendwie den Handstand hochzudrücken, dass man dann von der Wand weggeht und erstmal nur versucht, so Vorstufen des Handstands zu machen. Also quasi einfach so eine und das muss man dann auch gar nicht halten. Man kann dann wirklich einfach so ein bisschen dynamisch reindrücken. Einfach damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, wie es denn ist, überhaupt auf den Händen zu stehen. Und so wird es dann letztendlich immer weitergehen. Ne? Also ich denke, dass es letztendlich auf den Händen stehen fast nicht sein, dass wir auf den Füßen stehen, ne? Bloß, dass man das eine halt die ganze Zeit. Nur im Kopf, genau. Das eine macht man die ganze Zeit, das andere gar nicht. Ja. Und ich denke, wenn man da einfach viel Übung hat und sich wohlfühlt, im Handstand zu stehen und keine Angst hat, jetzt vorne über zu kippen, macht es, also das kommt. Und ich denke, ich bin mir eigentlich sicher, dass jeder Handstand lernen kann. Weil, also ich habe das nämlich gemerkt, weil du sagst, mit den Handgelenken. Ich habe mal irgendwie eine Zeit lang mega viel für die Hüftmöglichkeit gemacht, konnte auch einen Handstand irgendwie an den Dingen und auch reingekippt und habe dann gemerkt, okay, ich bin plötzlich voll hüftmöglich geworden, ich kann es eigentlich einfach so einen scheiße Handstand so. Genau, richtig. Habe das dann geübt wie ein Blöder und habe nach 3 Tagen halt die übelsten Handgelenkschmerzen gehabt. Ja, richtig. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich schlecht. Also wie gesagt, auch da wieder lieber jeden Tag ein bisschen, als dann einen Tag völlig übertrieben und dass man dann Schmerzen hat. Was machst du für Handgelenke? Also so, ich meine, ich kenne auch genug Sachen, dieses Handgelenkskreisen ist schon auch wichtig, aber... Ich denke auch, bei den Handgelenken ist wichtig, dass die gut gedehnt sind. Ja. Also da ist es dann wirklich so, dass ich alles wirklich immer, also von irgendwie in der Liegestützposition so quasi so ein bisschen einfach nur kreisen, dass man einfach die Handgelenke warm kriegt, bis hin zu dann einfach die Hände wirklich auch in verschiedensten Richtungen drehen, die Handgelenke dehnen, die Unterarme dehnen, auch mal auf die Rückseite der Hände gehen und das alles so ein bisschen aufdehnen. Ich denke, das ist einfach wichtig, dass man, also ich meine, klar, in den Handgelenken und in den Handflächen sind auch viele kleine Muskeln, die müssen natürlich auch erstmal warm werden. Um den Bogen mal zu schlagen, bist du der Meinung, Handgelenksbeweglichkeit ist auch relativ wichtig fürs Klettern oder ist es eher sowas, weil ich meine, es ist wieder so ein kleines Gelenk, sage ich mal, was... Ich habe schon gehört, dass Handgelenks oder Unbeweglichkeit auch limitierend sein kann, wenn man jetzt beispielsweise irgendwie in so komische Untergriffe vertreten einziehen muss, oder so Zangen. Ja. Und wenn man das halt nicht kann, dann hat man natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen Nachteile. Ja. Und ich denke, also wie gesagt, Klettern ist natürlich ein ganzheitlicher Sport, also da ist von Handgelenken bis Fußgelenken alles relativ wichtig. Ja, das ist echt irgendwie schon abgefahren, weil man sieht halt natürlich dann die stärksten Kletterer irgendwie 3-4 Tage die Woche bockelhart trainieren, aber sind halt beweglich wie so eine Eiche teilweise. Also richtig, ja, das ist das Problem ist natürlich, also ich denke, da muss ich auch wieder so ein bisschen selber die Nase fassen. Es ist ganz oft wirklich so, dass die Mädels deutlich beweglicher sind als die Herren, aber dann keine Lust auf Krafttraining haben und die Herren deutlich kräftiger sind als die Damen, aber keine Lust auf denen haben. Ich denke, wenn man sich auch wirklich im Klettern verbessern will, muss man auch so ein bisschen schauen, dass man das macht, worauf man, also was wirklich seine Schwächen sind. Also das heißt, ganz, ganz viele von den Mädels sollten halt öfter mal ein paar Kraftübungen machen, ganz, ganz viele von den Herren sollten halt öfter mal dehnen. Das
ist leider so. Und damit können wir uns alle abfinden. Und wenn wir uns verbessern wollen, müssen wir halt jeweils unsere Schwächen dann auch trainieren. Ist so. Cool. Ja. Ansonsten, wie gesagt, ich hatte noch erzählt, dass es so ein paar andere Bausteine gibt in meinem Training. Griffbrett beispielsweise oder eben Grundlagenausdauer. Wir hatten ja schon so ein bisschen über Grundlagenausdauer gesprochen. Sonst ich würde eher. Ja, schon, oder? Ja. Genug bewegt erstmal. Genug bewegt. Ich denke, so am Griffbrett, da mache ich auch ganz, ganz viel mit Stoppuhr. Dadurch, dass ich immer einarmig am Griffbrett hänge, ist eine Stoppuhr tatsächlich ganz praktisch. Kann ich immer so hängen, so ein bisschen gucken. Und ich habe auch neulich festgestellt, die hat auch die misst auch die Sauerstoffsättigung im Blut, die Uhr. Ja, die Honor Magic Wand 2. Natürlich jetzt fürs Klettern generell bringt es mittelmäßig viel, aber ich denke, da sollte jeder Profisportler auch immer so ein bisschen einen Blick drauf haben, was natürlich ganz entspannend macht. Aber wie gesagt, ob jetzt mit Uhr oder Handy oder mit Stoppuhr, mache ich da ganz, ganz oft so bestimmte Sätze am Fingerbrett. Und da kommt es auch so ein bisschen drauf an, wie weit fortgeschritten man ist als Kletterer und ob ich mit zwei Armen hänge oder mit einer Hand. Das hängt immer so ein bisschen davon ab. Also, das ist auch so ein bisschen Typsache. Ich würde aber nicht empfehlen, was am Fingerbrett zu machen, wenn man erst seit zwei Jahren klettert, beispielsweise, oder seit einem Jahr. Ich denke, am Anfang ist Klettern deutlich wichtiger erstmal. Ja, das ist aber auch wieder so die nächste Wissenschaft, wo jeder das ein bisschen anders macht. Ne, da gibt es ja dann auch also Leute, die sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt haben, verschiedenste Trainingsprotokolle. Also so das Populärste ist ja dann sowas wie das von Eva Lopez, würde ich jetzt mal sagen, oder von Eric Hurst, auch Patrick und Dicky haben da ja irgendwie so eine Meinung dazu. Richtig. Ich denke, da muss man auch so ein bisschen experimentieren. Ich denke nicht, dass man jetzt pauschal sagen kann, für diese Person, für jede Person ist dieses eine Trainingsprotokoll perfekt. Ja. Das hängt auch so ein bisschen davon ab, was du machen willst. Ja. Willst du eher so Ausdauer am Fingerbrett trainieren, willst du eher Maximalkraft am Fingerbrett trainieren. Ja. Generell kann man sagen, je mehr maximalkräftig man am Fingerbrett trainieren möchte, desto kürzer werden die Hängzeiten. Ja. Das heißt, wenn ich quasi mich mit zwei Händen zu lange festhalten kann, dann würde ich auch lieber einarmig mit Entlastung trainieren, als dann mit zwei Händen 50 Kilo Zusatzgewicht zu nehmen. Ja. Und wenn man mehr in die Ausdauer schön trainieren will, dann bietet es sich halt oft an, mit zwei Händen zu trainieren und dann auch wirklich die Hängzeiten länger zu haben. Mhm. Was ist denn dann kurz und was ist dann lang für dich? Also kurz ist so zwischen 3 und 7 Sekunden. Okay. Das heißt, wenn ich wirklich ganz, ganz maximal kräftig trainiere, dann versuche ich einarmig an der Leiste mich 3 bis 7 Sekunden festzuhalten. Und wenn ich das schaffe, dann nehme ich Zusatzgewicht so lange, bis es halt irgendwo in diesem Rahmen zwischen 3 und 7 Sekunden ist. Also das ist ja das, was ich dann vorhin meinte, da spalten sich ja schon wieder die Geister, weil eine Eva Lopez sagt ja dann zum Beispiel, man sollte ein Gewicht wählen, was man maximal für 15 Sekunden halten kann, hängt dann aber nur für 12. Also so, das ist ja irgendwie... Wie gesagt, ich denke, da muss man auch so ein bisschen ausprobieren und herausfinden für sich, was hilft. Ja. Wenn ich jetzt längere Hängzeiten habe und so ein bisschen in die Ausdauerrichtung gehen will, dann hänge ich immer 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden und das Ganze halt irgendwie 5 oder 6 Mal. Ja. Und dann davon mehrere Sätze, da kriegt man ganz schön dicke Unterarme. Ja, das stimmt. Aber machst du überhaupt Ausdauertraining am Hangboard relativ viel? Oder würdest du sagen, du machst eher Maximalkrafttraining? Ich würde sagen, ich mache eher Maximalkrafttraining am Hangboard und dann das Ausdauertraining mache ich dann wirklich tatsächlich beim Klettern, weil es dann noch besser anbietet. Klar. Aber jetzt natürlich, wenn man noch keinen Zugang zur Kletterhalle hat, ist es nicht unmöglich, auch ein bisschen Ausdauertraining am Fingerbrett zu machen. Machst du dann Maximalkrafttraining jetzt so in der Seilsaison draußen oder Bull, also jetzt je nachdem, wie man es halt nimmt, einfach in der Felssaison gerade, trotzdem noch regelmäßig? Oder? Ich muss sagen, im Moment mache ich kein regelmäßiges Ausdauertraining. Im Moment gehe ich hauptsächlich dann wieder am Fels klettern. Aber du bist trotzdem am Hangboard? Ich bin trotzdem immer noch am Hangboard. Ich finde das eine ganz gute Ergänzung, weil natürlich Beastmaker mein Hangboard der Wahl halt aus Holz ist, da die Hände nicht so wehtun und weil man dann auch wirklich in einer halben Stunde Training was ziemlich effizient was machen kann. Richtig. Stimmt. Sollen wir eigentlich schon mal gucken, ob es Fragen gibt? Ja, ich würde auch sagen, jetzt machen wir eine kleine Frage. Ich rück mal hier ein bisschen näher. Ich sehe eine Frage hier. Was denkst du, wie lange braucht man im Frontlevel, also Hangwaage, zu lernen? Find der Fit, muss es nur trainieren. Ja, dann, ich denke, da muss es dann wirklich auch einfach trainieren. Also ich habe
auch Hangwaage nicht gekonnt. Und ich habe es innerhalb von 4 Monaten mit Training habe ich so weit gebracht, dass ich sie 20 Sekunden halten konnte. Ich habe dann wirklich jeden Tag immer so eigentlich nur 5 Sätze gemacht. Jeden Tag immer nur 5-mal versucht, die Hangwaage zu halten. Und dann so in der ersten Woche konnte ich es dann so 1-2 Sekunden halten. Und darauf kann man dann aufbauen. Das probiere ich jetzt auch. Also Regelmäßigkeit tut es da. So. Ja, ganz immer im Sport. Hilft Hangwaage? Ja, ich würde schon sagen. Also Hangwaage ist, also natürlich muss man, da kann man natürlich auch bedingt nur sagen, dass es dann sich ins Klettern überträgt. Aber ich denke mal, aus einer hängenden Position die Füße an den Tritt zu bekommen, ist immer gut. Und wenn der Tritt weit weg ist, dann ist Hangwaage zumindest die Übung der Wahl, ne? Was ist mit Leuten über 40? Man ist nicht so beweglich. Da hast du recht. Leute über 40 sind vermutlich weniger beweglich und tun sich auch schwerer. Dennoch ist es nicht so, dass ich sagen würde, Leute über 40 können nicht beweglicher werden. Also vor allem auch im gehobenen Alter, sage ich mal, kommen Verletzungen dann auch hinzu. Und Verletzungen sind meist, also vor allem beim Klettern, irgendwelche Überlastungserscheinungen, die ganz, ganz oft kommen, weil Muskeln viel Spannung haben. Das heißt, auch denen finde ich zur Verletzungsprävention relativ wichtig. Also denen ist in jedem Alter sinnvoll. Nicht nur, um beweglicher zu werden, aber auch, um Verletzungen vorzubeugen. Wie oft trainierst du deine Finger? Ich komme drauf an, ist Klettern Fingertraining oder nicht? Also ich gehe natürlich relativ oft die Woche klettern. Ja. Aber so direkt am Griffbrett würde ich nicht empfehlen, mehr als 2-mal die Woche was zu machen. Einfach, weil es eine sehr, sehr intensive Belastung ist. Und weil es da, muss man auch aufpassen mit Überlastungen. Ja. Insofern, also 2-mal die Woche Griffbrett finde ich ist okay. Immer so. Auch wenn du jetzt gerade klettern gehst? Da muss man mal schauen. Also wenn ich jetzt klettern gehe, mache ich es meist nicht öfter als 1-mal die Woche. Ja. Aber dennoch, also wie gesagt, ich mache dann Griffbrett eigentlich hauptsächlich in den Wintermonaten im Aufbautraining. Ja. Da mache ich es dann regelmäßig so 2-mal die Woche. Ja, man merkt auch, so wenn man zu viel rausgeht, gerade, dass man ziemlich schnell wieder ziemlich schwach wird am Brett im Vergleich zu... Am Brett auf jeden Fall. Ja. Man darf natürlich nicht vergessen, dass letztendlich trainieren wir ja nur, um besser im Klettern zu werden. Ja. Das heißt nicht zwangsläufig, dass wenn ich mich in den Übungen schlechter fühle, dass ich dann auch schlechter klettere. Ja, das sowieso, ja. Also man kann jetzt nicht direkt 1-1 sagen, jawohl, ich fühle mich mega fit am Fingerboard, ich bin jetzt mega fit draußen. Ja. So ist es nicht. Also da muss man auch, ich denke, man braucht noch so ein bisschen Zeit, um ins Draußenklettern oder auch ins Heimklettern wieder reinzukommen. Und da kann man nicht so direkt sagen, okay, wenn ich in meinem Fit bin, bin ich immer noch fit. Gut. So, Fingerposition beim Hangboarding halb aufgestellt, offen, spielt das eine wichtige Rolle für das Trainingsergebnis. Also ich mache mein Fingerboard-Training immer halb aufgestellt, das heißt immer in so einer Position. Ich stelle nie voll auf beim Training. Ab und zu halte ich Sachen auch hängend, aber ich habe immer das Gefühl, das hängend halten, dass es eher so, dass sich die Sehnen dran gewöhnen. Aber wenn ich wirklich meine Kraftausdauer verbessern will und meine Maximalkraft, finde ich diese hängend halb aufgestellte Position sehr, sehr wichtig. Und auch wieder da ist es ganz oft so, dass man gar nicht mitbekommt, dass dann, wenn man am Fingerboard hängt, der Zeigefinger lang wird. Und das sollte man idealerweise vermeiden, oder man sollte auch darauf achten, dass der Zeigefinger mit aufgestellt ist. Okay. Und da hilft es auch wirklich mal, wenn man einfach wieder mal während seiner Hangboard-Session einfach mal ein Video laufen lässt und mal guckt, okay, während meinen Hangzeiten verändert sich da meine Fingerposition. Das ist aber echt eine ziemlich interessante Frage, finde ich, weil, also ich habe das auch immer so empfunden, klar, mir war das bewusst, halb aufgestellt ist so die Griffposition der Wahl. Richtig. Machen sollte, weil einfach die Armbeuger sind mehr aktiviert und werden beansprucht als hängend. Ja. Aber wenn man eigentlich draußen klettert, dann sollte man auch eigentlich versuchen, möglichst auch hängend zu halten, was man hängend halten kann. Natürlich, aber witzigerweise habe ich das Gefühl, dass wenn ich halb aufgestellt trainiere, dass dann generell meine Fingerpower besser wird. Also ich kann sowohl besser hängend halten, macht Sinn, ja, als auch besser voll aufgestellt halten. Ja, das ist allerdings richtig. Da schreibt jetzt jemand, habt ihr gute Übungen für Unterarmantagonisten, also Unterarm-Antagonisten zum Klettern, würde ich jetzt mal den Unterarm-Strecker bezeichnen. Da kannst du einfach quasi ein Gewicht nehmen und dann aus so einer hängenden Position das Gewicht so hochziehen. Ist eigentlich ganz gut, öfter mal auch, wenn Leute Probleme haben mit so ein bisschen Ellbogen. Da habe ich eine sehr, sehr gute Übung tatsächlich. Ja? Weil ich hatte selber mal im Winter einen richtig fiesen
Tennis, nee, Golfwagen war es, also Innenseite. Und mein Kumpel, der auch witzigerweise mit Füße ist, der hat mir gezeigt, man sollte versuchen, wirklich in Spannung, ich mache es einfach mal vor. Und es hat es wirklich, das war also die Wunderheile gefühlt, nach zwei Wochen war das weg und kam auch nie wieder, weil ich es regelmäßig mache, dass man da wirklich hier Spannung hält und versucht, quasi einfach, als ob man das runterdrücken würde und die ganze Zeit Spannung im Arm hält und dann auch rotiert, hier in dem angespannten Arm und dann auch hochzieht. Ja. Und dann auch wirklich versucht, in diesem angespannten Arm ganz oben und ganz unten hier zu rotieren. Also im Endeffekt diese Rotation im Ellbogen und im Handgelenk einfach aktiviert, dass man halt wirklich das komplett, der ganze Apparat, also der ganze Unterarmapparat aktiviert wird. Das macht Sinn. Ja. Ich denke gerade, ich wollte es auch noch mal ganz kurz sagen, ihr habt immer noch den Gutscheincode bis morgen auf der Haona-Webseite. AlexMegos15 für diese drei Produkte. Einmal das 9X Pro, die Honor Magic Watch 2 und die Magic Earpods. Da könnt ihr bis morgen, einschließlich morgen Mitternacht, noch den Gutscheincode einlösen. Danke sehr, dass du uns nochmal daran erinnert hast. Weil wir sind ja so ein bisschen mit den ganzen Fragen über Training, sind wir so ein bisschen abgeschweift. Ich sehe gerade auch, es ist gleich 11 Uhr, eigentlich wollten wir 45 Minuten Livestream machen. Das macht ja auch Spaß im Training. Das stimmt. Eine letzte Frage sehe ich, weil wir das vorhin auch genau dieses Thema hatten von Rolo. Wie werde ich in der Schulter mobiler? Ich mache regelmäßig Schulterrotationen mit einem Stab, aber ich merke, ich mache kaum Progress. Ist im Endeffekt genau das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn du das mit dem Stab machst, ist es im Endeffekt eine passive Dehnung und du gehst nicht wirklich so weit an den endgradigen Radius, den deine Schulter machen könnte. Deswegen hol dir mal einen Terraband, mach das Ganze in einem Terraband. Und du wirst dann merken, irgendwann wird es zu lasch werden und dann nimmst du das Terraband enger zusammen oder schnappst dir ein stärkeres Terraband. Und ganz wichtig bei der Schulterrotation ist, dass du einfach versuchst, am endgradigen Radius deiner Schulterbeweglichkeit lange zu arbeiten. Also beim Alex hat man das schon gesehen, da geht wesentlich mehr. Ja. Vielleicht ist das ja der Key zu deiner 9C. So sieht's aus. Mal gucken, wann wir da irgendwelche 9Cs auch machen, ne? Genau, und wirklich dieses, dass man da wirklich ganz langsam und immer in Kontraktion des Muskels, man kann auch wirklich immer Hand auf den Bauch legen oder sich anspannen und wirklich am Rand entlang zieht und das einfach mit Muskelkontraktion. Also das mit dem Stab. Ich habe zum Beispiel das Gefühl, mir bringt es gar nichts, weil, also ich komme dann schon rum, aber irgendwie, es dehnt halt nur mal kurz an dieser hintersten Stelle und das war's. Und wenn du es mit Band machst, hast du von Anfang an eine Dehnung, die auch aktiv ist. Also das ist meiner Meinung nach der richtige Weg. Wie du gerade schon gesagt hast, ich denke mit Terraband und auch wirklich versuchen, aktiv in diese endgeraden Position der Schulter zu kommen, ist auf jeden Fall hilfreicher als mit dem Stab. Wir machen auch Mobility Training online. Ja. Also wenn wen das interessiert, der kann einfach mal auf unser Kursangebot schauen. Da wir machen zwei Mobility Trainings die Woche. Das ist immer auf jeden Fall auch kletterspezifisch dann irgendwie betont, dass man auf jeden Fall viel Hüftbeweglichkeit dabei hat. Und das zweite Ding natürlich dann Schulterbeweglichkeit. Und da wird dann auch mal ganz genau darauf eingegangen, was man machen kann. Also wenn wen das interessiert, der kann ja einfach mal unser Online-Angebot anschauen und vielleicht ist was dabei. Ich sehe gerade kurz die letzte abschließende Frage, wie sieht es mein Projekt in Syracuse aus? Also soweit ich weiß, ist Syracuse leider immer noch verkehrt oder nicht zugänglich. Insofern muss man da so ein bisschen abwarten. Aber gut, so ist es leider. Und wie gesagt, wir hoffen einfach mal, dass sich die Situation bald entspannt und wir dann wieder klettern gehen können. Dass dann die Schulter dann richtig mobil ist. Genau, richtig. Und rutscht das Ding. So sieht es aus. So, wir wollen uns aber bedanken bei Honor, dass sie den Livestream ermöglicht haben, dass sie mir den Max auch zur Verfügung gestellt haben. Wir freuen uns natürlich und haben uns sehr gefreut, dass ihr alle zugeschaut habt und so viele fleißige Fragen gestellt habt. Wer weiß, vielleicht machen wir in Zukunft ja wieder nochmal Livestream. Das wäre doch eigentlich eine super Sache, oder? Ich denke auch. Ja. Also, wie gesagt, danke nochmal an Honor und danke euch zum Zuschauen und wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag und Sonntag. Ja. So. Bis dann. Mal gucken, wie wir es hier ausstellen. Auf Stream beenden. Tschüssi. Servus.